Mandukasana in Pitilasana ist der Frosch in der Kuh. Mandukasana bezieht sich auf die Stellung der Beine. Die Knie sind auseinander und die Füße zeigen nach außen. Und dann gibst du die Ellbogen auf den Boden. Und so hast du eine Kuhhaltung mit den Füßen nach außen. Du schaust dabei nach vorne und hältst auch den Rücken relativ gerade.